Hallo ihr Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Heute habe ich eine Rezension für euch und zwar zu dem Buch Dark Love, Dich darf ich nicht lieben von Estelle Mascame. Ich habe euch dieses Buch ja bereits in meinem Currently Reading gezeigt und habe euch ja auch gesagt, dass ich mir nicht ganz so sicher bin, wie ich es finde. Und deswegen habe ich mir gedacht, drehe ich heute nochmal eine Rezension zu dem Buch ab, damit ihr auch endgültig wisst, wie es mir letztendlich gefallen hat. Also in diesem Buch geht es um die 16-jährige Eden, beziehungsweise Eden, ich weiß es nicht. Und die fährt über die Ferien zu ihrem Vater nach Santa Monica. Ja, sie möchte dort halt ihre Sommerferien verbringen. Und ihr Vater ist halt mittlerweile neu verheiratet und hat halt eine Familie. Und diese Familie beinhaltet auch drei Jungs. Also Eden hat auf einmal drei Brüder. Und ja, einen Bruder interessiert sie besonders, nämlich der 17-jährige Tyler. Und er ist ein Bad Boy, er macht Randale, er nimmt Drogen, er trinkt Alkohol, also er ist überhaupt kein Mustersohn. Und ja, Eden findet irgendwie ein bisschen Gefallen an ihm und auch er oder sie lässt ihn nicht ganz kalt. Und ja, da entwickelt sich dann halt so ein bisschen zwar zwischen den beiden. Und ja, darum geht es in diesem Buch so. Ich muss erstmal sagen, das Cover fand ich sehr, sehr schön. Es war irgendwie ein Coverkauf und dann hat mich auch der Klappentext sehr angesprochen. Und ich muss sagen, ich dachte, es wäre ein New Adult Buch. Aber es war eindeutig ein Young Adult Buch, muss ich sagen. Weil, ich weiß nicht, also ich habe einfach gedacht, Dark Love, Dich darf ich nicht lieben, könnte New Adult sein. War es aber nicht, es war Young Adult. Was mich ein ganz kleines bisschen enttäuscht hat, ich mag nämlich New Adult mehr. Und ja, ich habe halt hier New Adult erwartet, aber habe es leider nicht bekommen, was ich irgendwie schade fand. Aber das tut ja nichts zur Sache und ich muss sagen, ich habe mit diesem Buch ein bisschen gehadert, weil ich fand es von der Geschichte her ganz cool. Sowas mit Stiefbruder fand ich bei Rush of Love schon ganz gut. Das hat mir auch sehr gut da gefallen. Was wollte ich denn jetzt sagen? Weiß ich gar nicht mehr. Ja genau, also ich fand die weibliche Hauptprotagonistin Eden, die fand ich schwer. Also ich konnte mich nicht hundertprozentig mit ihr anfreunden, aber ich konnte sie auch nicht zu 100% hassen. Das ist so ein, das ist irgendwie so ein bisschen wie bei Tessa aus der After-Reihe. Da habe ich das nämlich genauso gehabt. Ich fand einfach, Eden hat oft gegenteilige Meinungen gehabt, beziehungsweise Gedanken gehabt, die einfach total nicht zusammenpassen. Mal denkt sie so und dann auf einmal so. Und dann habe ich mir gedacht, hä, du hast doch gerade nur das Gegenteil im Grunde gedacht. Und das fand ich ein bisschen doof, muss ich sagen. Und allgemein, das Buch war kein Buch, was mich zu 100% gefesselt hat. Aber es hat mich auch nicht zu 100% abgestoßen. Weil ich stehe ja eigentlich auch schon so auf Liebesgeschichten. Es ist einfach schwer mit dem Buch. Ich muss sagen, zum Ende hin gefiel es mir immer besser. Da wurde ich auch immer schneller mit dem Lesen. Und letztendlich war das Ende so, dass ich auf jeden Fall mir den zweiten holen möchte. Ich möchte den zweiten auf jeden Fall lesen. Aber ich kann trotzdem nicht zu 100% sagen, wie ich das Buch fand. Auf der einen Seite fand ich es wirklich süß, eigentlich eine locker leichte Geschichte, weil es, ich finde, es ist auch auf jeden Fall ein sehr schönes Sommerbuch, weil es auch ja, sehr sommerlich dort zugeht, würde ich sagen. Und auch die Nebencharaktere fand ich eigentlich ganz lustig. Nur was mich dann halt so ein bisschen genervt hat, war, dass die eigentlich an jedem zweiten Tag zu einer Party gingen. Und auch die Hauptprotagonistin Eden hat es genervt. Sie war halt genervt davon, dass man hier immer zu einer Party geht und nichts anderes macht. Aber letztendlich geht sie immer mit auf die Party. Also wenn ich keine Lust auf eine Party habe, dann gehe ich da auch nicht hin. Da sitze ich lieber alleine zu Hause in meinem Zimmer und beschäftige mich mit meinem Laptop, schreibe oder lese. Und da gehe ich nicht, also ich gehe vielleicht ein, zwei Mal mit auf so eine Party. Aber wenn ich merke, das ist nichts für mich, die trinken alle nur und ich mag das nicht, dann gehe ich da nicht nochmal mit hin. Und das fand ich dann halt schon so ein bisschen komisch. Sie hat sich da so ein bisschen mitreißen lassen. Okay, sie ist eine 16-Jährige. Sie ist vielleicht noch ein bisschen naiv, was ich finde, was man in diesem Buch auch gemerkt hat. Aber sie hatte auch andere Seiten, die mir dann an ihr sehr gut gefallen haben. Zum Beispiel, wie sie sich um Tyler sorgt, was seine Drogen angeht und wie sie damit umgeht. Das gefiel mir sehr gut. Und ja, auch das Ende fand ich irgendwie cool. Also
Ich hätte nicht mit so einem Ende gerechnet. Ich habe mit einem anderen Ende gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Aber das Ende hat mir trotzdem sehr gut gefallen und ich bin echt gespannt auf den nächsten Teil. Ich habe schon den Klappentext vom nächsten Teil gelesen und freue mich schon darauf und möchte wirklich gerne wissen, wie es da weitergeht. Denn ich möchte wissen, ob mich das Buch... Also ich habe bei diesem Buch ist es genau wie... wie hieß es nochmal? Royal Passion. Da war ich auch so hin und her gerissen. Aber ja, also... Ich werde auf jeden Fall den zweiten Teil lesen und werde euch dann auch nochmal berichten, ob ich jetzt irgendwie mit dem Protagonisten wärmer werde oder nicht. Ich konnte nicht 100%ig mit ihnen warm werden, nur so zu 50% vielleicht. Und auch manche Sachen fand ich hier sehr kindisch, aber vielleicht liegt es auch daran, dass es ein Young Adult Buch ist. Und ja, also es gibt immer verschiedene Young Adult Bücher, finde ich auch. Die einen sind noch sehr kitschig oder kindlich gehalten und die anderen Young Adult Bücher sind dann schon so an der Grenze zum New Adult, was ich persönlich ein bisschen mehr mag. Aber ist ja nicht schlimm. Das ist meine Meinung zu diesem Buch. Ihr könnt mir mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr dieses Buch so fandet und was ihr so dazu sagt. Und ob ihr meiner Meinung seid oder ob ihr total anderer Meinung seid als ich. Da würde ich mich sehr drüber freuen und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder. Tschüss!